Was? Sind es Fireflies? Deckung! Oh. Was sind das für Typen? Arschloch! Bleib sofort stehen! Joel! Leg den Arm um mich! Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Ah. Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Ich werd gebissen. Ich weiß. Das war echt witzig. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? Ich hab dich lang nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wie lange. 45 Tage? Ja. 46 eigentlich. Willst du wissen, wo ich so war? Die ganze Zeit über dachte ich, du wärst tot. Ja. Hier. Schau mal. Das gibt's nicht. Immer noch allein hier? Ich musste 3 Jahre unter Liz schlafen und du weißt, sie riecht verdammt übel. Du bist ein Firefly. Du hast das immer noch. Was machst du da? Ich will nicht mit einem Firefly im Zimmer erwischt werden. Ganz ruhig. Da sind weit und breit keine Soldaten. Hier, Glückwunsch. Hey. Ist alles gut? Ob alles gut ist? Ich bin verschwunden und du bist sauer. Tja. Und ich schulde dir eine Erklärung. Lass uns abhauen und ich erzähl dir alles. Es ist fast morgen und ich hab Kampftraining. Du weißt schon, wir lernen Fireflies zu töten. Zieh das an und lass uns gehen. Ich bin so dumm. Na komm schon. Sind wir schon mal in Schwierigkeiten geraten? Mist! Komm schon, na los! Ich dreh dich auf die Seite. Oh nein. Das sollte uns Zeit geben. Ich suche was, um das zu nähen. Okay? Kellis, pass auf ihn auf. Ich bin bald zurück. Versprochen. Geschafft. Okay.
zur Hölle muss ich hin? Apotheke. Das klingt doch gut. Was zum Henker? Die Pillen geschluckt und die Dose dagelassen? Natürlich. Alles ausgeräumt. Oh, komm schon. Ein Verbandskasten. Wie zum Teufel komme ich da rein? Apotheker. Vielleicht hat er den Schlüssel. Rechts, 30 links, 31 rechts. Hat funktioniert. Mist, Sporen. Wenn du die Absicht hast, mich anzufallen, dann mach's doch einfach. Schlüssel. Apotheke, los geht's.
der Hubschrauber. Da muss irgendwas drin sein. Halt durch, Joel. Na, das hier muss reichen. Schnell! Hier rauf! Oh Mann. Das war knapp, was? Du warst schnell. Nicht schlecht. Danke. Na, komm jetzt. Weiter geht's. Wie... Hast du sie gefunden? Fireflies? Genau. Erinnerst du dich an den Firefly, den du gebissen und geklaut hast? Ja, ich erinnere mich. Das ist Trevor. Ich habe ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefolgt. Bis in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. Sie nahmen mich mit in ihr Versteck. Zu Marlene. Hattest du Angst? Schreckliche Angst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie nur, es hat gedauert. Sie hat mich erwartet. Und sie machte aus dir ein Firefly? Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei war ein Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hatte. Oh. Hast du das Licht schon gefunden? Oh, ha, ha. Oh, tut mir leid. Ich wollte niemanden beleidigen. Und jetzt? Glaubst du jetzt an das Ganze? Ich weiß nur, dass ich keine Soldatin bin. Von wegen 30 Tage. Die Leute infizieren sich am laufenden Band. Verstecken das nur gut. Hast du noch mehr Infizierte gesehen? Um aufgenommen zu werden, bekam ich den Auftrag zum Töten von... Ach, lass uns lieber über was anderes reden. Mistdeckung! Mann, sorry. Ein bisschen
schreckhaft trat. Vorsicht, nass. Hey, tja. Vielleicht sollte ich auch ein Firefly werden. Ellie, das habe ich Marlene auch gefragt. Sie will, dass du sicher bist in dieser blöden Schule. Soll dich ja nicht mal sehen. Was geht sie das an? Sie hat Angst, dass ich dir Probleme mache. Erste Mal hier. Was machen wir hier, Riley? Ich habe eine Überraschung für dich. Was? Ist es ein Dinosaurier? Vielleicht. Wenn es einer ist, mag ich dich wieder. Dann warte es doch einfach ab. Die hatte ich übrigens wieder. Die Wasserpistolen? Ach was. Der aufgeblasene Arsch hat sie zurückgegeben? Natürlich nicht. Ich habe mich eingeschlichen. Riley, ich kannte sie schon. Und dann wurdest du gefasst. Und dann wurde ich gefasst. Ich kann nicht glauben, dass Winston weg ist. Du weißt es? Ja. Weißt du, was passiert ist? Sie sagen, er ist vom Pferd gefallen. Herzinfarkt oder so. Ja. Tja, wie viele Leute sterben hier schon einen natürlichen Tod? Ich bin kein. Genau. Mal sehen, was noch da ist. Was? Ist das Winston? Mann, der sah ja mal richtig gut aus. Bingo. Willst du? Logo. Vorsicht, das ist kein Bier. Bitte. Oh mein Gott. Hier, voll ekelhaft. Ich sag's ja. Prost, Winston. Hartes Zeug. Na komm. Und was ist mit Prinzess? Wahrscheinlich haben sie sie mitgenommen, als sie tot war. Armes Pferd. Sie hat bestimmt richtig Angst. Mann. Ellie, hilf mir mal. Weißt du was? Lass uns einen anderen Weg suchen. Ja. Klingt gut. Hey, Riley. Ich helfe dir hier oben rüber. Vielleicht kriegst du sie von innen auf. Gute Idee. Riley? Du Blödi, das war schon das zweite Mal. Wieso waren wir früher noch nie hier? Ich habe die perfekte Maske für dich. Riley. Perfekt. Sieh's dir an. Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Setz sie auf. Ja, voll krass. Brüll mal. Brüll, Ellie, echt? Du sollst brüllen.
dir mal das ganze Zeug an. Die roten Schuhe! Was hast du mit ihnen gemacht? Oh weh, Toto! Was sollen wir nur tun? Oh Mann! Sowas kauft jemand? Ist mir zu hoch. Wow, das war blöd. Ellie, hier drüben sind ein paar Freunde von dir. Diese Masken sind sogar noch cooler. Was? Ich stehe voll auf Vampire. Ich bin Graf Dracula. Eigentlich heißt es Gräfin. Ich bin Gräfin Dracula. Ja. Phönix. Wie sehe ich aus? Entzückend. Herzlichsten Dank, mein Täubchen. Wahrheit, Schädel. Stell ihm eine Frage, wenn du dich traust. Okay? Werden wir heute sterben? Nicht. Du musst ihn umdrehen, du Genie. Oh. Das ist höchst unwahrscheinlich. So ein Trost. Werde ich jemals ein Videospiel spielen? Deine Chancen sind eher schlecht. Leck mich, Skelett. Kriege ich vielleicht irgendwann mal Brüste? Die Geister schweigen. War ja klar. Bist du ein Arschgesicht? Ich bin todsicher, dass es so ist. Na, dann ist ja alles klar. Werde ich wieder Auto fahren? Ich fühl's in meinen Knochen. Okay. Verlassen wir jemals diese blöde Quarantänezone? Die Antwort hängt in der Luft. Dann ist es möglich? Kriegen wir je unsere Wasserpistolen zurück? Der Geist sagt, ja. Ah, hörst du das? Wir kriegen unsere Wasserpistolen wieder. Lass sie gehen, Ellie. Lass sie gehen. Wird Riley jemals besser im Poker sein? Ich kann dich gut hören. Die Antwort ist nicht eindeutig. Ah, dann gibt's ja noch Hoffnung. Nee, das habe ich aufgegeben. Poker gehört dir. Eine Idee. Siehst du die Autos da unten?
Ja. Was rot ist, deins. Meins das Blaue. Wir werfen Ziegelsteine. Wer alle Scheiben an seinem Auto kaputt macht, gewinnt. Im Ernst? Ich bin Steinwurf-Champion. Okay. Der Verlierer muss eine Frage beantworten. Ohne Sarkasmus. Was ist das? Wahrheit oder Wahrheit? Wie du willst, ich bin dabei. Ah, Kacke. Bam! Was hast du jetzt? Ja, Volltreffer! Ha! Nummer zwei! Ja! Ja! Oh, ja! Ja! Ja, so wird das gemacht. Die letzte! Ja! Stein! Wurf! Champion! Meins hat der härtere Fenster. Ja, klar doch, Loser. Okay, hier kommt die Frage. Ich kriege Angst. Okay. Wieso bist du weg, ohne mir was zu sagen? Glaubst du, ich habe irgendjemandem was gesagt? Hab ich nicht. Aber ich war doch nicht irgendjemand. Oder? Nein, es war nur... Komm schon, das musst du sehen. Und wir sind fast da. Das ist keine Antwort. Hier. Ich find's ziemlich gruselig. Also, wir dachten ja, dass nur ein paar Stadtteile Energie bekommen. Stimmt's? Ja. Komm mal mit. Also, es stimmt. Die ganze Stadt hat Strom. Die haben bloß die Sicherungen umgelegt. Du musst sie nur wieder einschalten. Das funktioniert niemals. Was habe ich gesagt? Heißt das, das ganze Center hat Licht? Finden wir es raus. Das musst du sehen. Ach, warte, Ich weiß, was du vorhast. Und ich bin echt froh, dass du nicht tot bist. Ich meine, ich bin froh, dass wir wieder zusammen sind und... Hab's nicht so gemeint. All das Zeug, das ich gesagt habe, bevor ich wegging, war nicht so gemeint. Riley, du bist so sentimental. Du Kuh, du hast angefangen! Oh Mann. Bist du bereit? Total. Ist das dein Ernst?
Oh mein Gott! Ist ja kalt. Soll ich hier verrecken? Vielleicht finde ich welches. Wie geht das? Schlauch reinstecken und einfach ansaugen, oder? Na bitte. Okay. Sehr gut.
Dürfte reichen. Komm schon. Ich höre dich. Thank you.
Bist du bereit? Total. Ist das dein Ernst? Sag's ja. Warte, die Soldaten sehen doch, dass hier Licht brennt. Nein, die Außenlichter gehen nicht. Woher weißt du das? Melanie von den Fireflies hat's mir erzählt. Das sieht cool aus. Hast du Lust? Ja. Bist du bereit? Was machen wir? Wow, wow, wow. Riley, komm her. Nein, du schaffst das. Los. Oh Mann, das ist irre. Komm schon, komm hier hoch. Setz dich neben mich. Okay, warte. Nein. Ich bin doch gerade erst drin. Lebe! Ui. Also, ich fand's toll. Da hast du's. Oh. Ich hab da noch was. Was ist das? Was sagt der Hase zum Igel? Was ist das? Du bist so spitzfindig. Nee, oder? Du hast noch ein Witzbuch entdeckt? Was bekam der Kannibale, als er zu spät zur Party kam?
Die kalte Schulter. Hier, für dich. Weißt du, du könntest glatt wieder meine beste Freundin werden. Ich meine ja nur. Ich kenne dich doch. Ich meine ja nur. Okay, bist du bereit? Bereit. Was bestellt ein Hund im Restaurant? Bellkartoffeln. Ah! Oh, sehr gut. Der war gut. Ein gekochtes Ei am Morgen ist kaum zu schlagen. Echt witzig. Lustig. Das gefällt mir. Ich lese gerade ein Buch über Antischwerkraft und ich kann es einfach nicht weglesen. Schön. Ja, der ist klasse. Warum wachsen auf dem Mond keine Blumen? Es gibt zu wenig Erde. Oh! Wohin geht ein Wal zum Essen? Ins Wallokal. Oh. Albern. Das ist so albern. Was heißt Geigenkasten auf Spanisch? Fidel Castro. Ja. Oh. Wie entstehen Kinder? Na, in Teamarbeit. Oh. Ja, ja. In Teamarbeit. Ja. Ich kannte mal einen tollen Witz über Amnesie. Aber ich hab ihn ja vergessen. Ist gut. Wie findet Knecht Ruprecht den Weg? Mit dem Routenplaner. Hm, okay. Wohin baden Mücken gern? Ganz klar im Sekt. Ah, der ist gut. Echt gut. Welche Worte machen jeden Hai glücklich? Mann über Bord. Oh, das ist fies. Das ist fies. Wo haben Inder die Toilette? Oh, das weiß ich. Nee, am Ende des Ganges. Oh, der Fluss. So ist dieser Fluss in Indien. Das war bis jetzt der Beste. Ja, klasse. Okay, wo wohnen Katzen? Klar doch, das habe ich schon oft erlebt. Das war's? Das ist der ganze Witz? Katzen für Miethaus. Ein toller Witz. Ich lach mich gleich tot. Miethaus. Ah. Abendzeitungsschlagzeile. Comiczeichner tot aufgefunden. Tatumstände noch Skizzen. Ja. Der ist cool. Oh Mann, ich liebe das Buch. Wie bezeichnet man einen ausgehungerten Vampir? Oh, okay. Blutarm. Ja, okay. Okay. Was macht ein Hacker am See? Oh! Fisch. Oh, doof! So. Fisch mit pH! Das ist so doof! So was von doof! Was hat ein Voyeur? Ein Fernrohr. Oh. Wow, nein. Pfui. Wo kauft ein Einarmiger an? Im Second-Hand-Shop. Da war dieser Typ. Cola-Dose an den Kopf bekam. Zum Glück war es ein Softdrink. Also, ja. Warum essen Blinde gern Mohnbrötchen? Da stehen immer so schöne Geschichten drauf. Oh, gemein. Ja. Sagt der große Stift zum Kleinen, Wachsmalstift. Oh, ist der doof. Der ist doof. Aber gut. Okay. Ich stecke es schon weg. Danke, dass du es gesagt hast. Gerne schön. Der Fotoautomat ist an. Ellie, das müssen wir ausprobieren. Seht ihr das mal an. Wie funktioniert das? Du musst einfach den Anweisungen folgen, glaube ich. Soll ich? Nein, weißt du was? Du machst es. Oh, Themen! Was nimmst du? Probieren wir Freunde. Das ist aber niedlich. Ich bin der Frosch. Du kannst hier keine Figur aussuchen. Der Frosch soll's sein. Ha, okay, lächeln. Wie ein Engel. Okay, was Gruseliges.
Oh, jetzt mal eine Fratze. Okay. Kugelfisch, Kugelfisch. Okay, jetzt albern gucken. Okay. Schweinsnase. Oh, schon fertig. Okay. Hey, da sind wir ja. Wir sehen bekloppt aus. Was ist ein Facebook? Vielleicht bildet es Gesichter in einem Buch ab. Oder wir drucken unsere Bilder einfach aus. Oh, gib uns ein paar Bilder. Ich kann nicht fassen, dass das funktioniert. Ich weiß. Neuer Versuch. Okay. Was? Oh, komm schon, verdammt! Wenn man hier gegenschlägt. Oh. 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 Was ist jetzt passiert? Jetzt ist es kaputt. Ich glaube, du hast recht. Also. Wollen wir uns weiter umsehen? Oh ja. Sie. Wieso klingt sie denn bitte so blöd? Ja, oder? So würde ich es machen. Achtung! Die 6-Uhr-Schicht beginnt in 10 Minuten. Okay, jetzt ich, jetzt ich. Alle Einwohner müssen stets einen aktuellen Ausweis bei sich tragen. Melden Sie jegliche Anzeichen einer Infektion sofort dem zuständigen Gerichtsbehörde. Untätigkeit kostet Leben. Ja, das wäre viel besser. Oh, das gibt's doch gar nicht. Hab's doch gesagt.